Wochenlang haben wir gehofft, Rick van Drongelen irgendwie verpflichten zu können. Jetzt, laut Transfermarkt und türkischen Medien, soll er kurz vor einem Wechsel zu Samsunspor stehen. Ein Dreijahresvertrag wartet auf ihn, ein sehr, sehr lukratives Angebot. Mein erster Gedanke, ey, das kann der doch nicht ernst meinen. Aber doch, heute soll der Medizincheck stattfinden und dann im Laufe des Tages die Unterschrift folgen. Kann ich nicht verstehen, der Berater wird da ordentlich seine Finger im Spiel gehabt haben. Rick van Drongelen hat anscheinend Hansa nie geliebt. Wenn die Fußballfachleute ihre Floskeln raushauen, kann man das Ganze, denke ich, hier genauso tun. Ist wirklich sehr, sehr schade, denn ja, er hat uns wirklich sehr viel weitergeholfen und hätte auch in der kommenden Saison sowie in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen können. Nichts gegen die türkische Liga, aber ich glaube, dass Hansa die bessere Perspektive gewesen wäre, bin ich ehrlich zu euch. Hat ja auch seinen Marktwert wieder steigern können nach der Leihe, obwohl man das auch nie sagen kann. Samsunspor sind erster Platz geworden in der zweiten türkischen Liga. Aufsteiger ist auch direkt am Meer. Gutes Essen. Natürlich kann man sich das da genauso gut gehen lassen. Eventuell hat ja auch die Aussortierung von Verhoek eine Rolle gespielt. Ihr wisst es, die Landsmänner, die beiden Holländer, waren eigentlich immer dicke bei unserem FC Hansa. Und wer weiß, ob Van Drongelen sich dann auch gedacht hat, so geht man mit gestandenen, verdienten Spielern um bei Hansa, dass man die dann einfach schlichtweg aussortiert. Weiß ich nicht, ob man sich damit so einen Gefallen getan hat. Das Sportliche lassen wir einfach mal außen vor. Ein Spieler so abzusägen, der schon seit 2019 im Verein ist, sich für unseren FC Hansa entschieden hat, in der 17-Tore-Saison nochmal einen Zweijahresvertrag unterschreibt, sich zu Hansa bekennt. Hätte man auf jeden Fall anders lösen können. Kommen wir nochmal zurück zu Van Drongelen. Ja, er hinterlässt jetzt eine große Lücke in der Innenverteidigung. Union soll bei dem Wechsel kräftig mitgeholfen haben in die Türkei. Die Ablöse wird wahrscheinlich dementsprechend besser gewesen sein. Schade, schade, schade. Wer könnte eurer Meinung nach jetzt unser Ersatzspieler werden in der Innenverteidigung? Da sollte man noch ein Leader holen. Das war ja auch schon direkt am Anfang geplant von Walter. Samsunspor hat uns einfach ausgestochen in den Verhandlungen. Trotzdem danke für deinen Einsatz. Geld regiert die Welt, kann man, denke ich, gut abschließen. Und dennoch alles Gute für deine Zukunft. Schreibt eure Meinung unten rein. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Dann finden wir halt anderen guten Ersatz. Abwarten. Bleibt stabil, danke für euren Support, macht's gut, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.